Hallo und willkommen zum 10. Video in der Videoserie über die Binomialverteilung. Du solltest bereits die Formel der Binomialverteilung kennen, beziehungsweise diese Grundstruktur. Und wir schauen uns heute gemeinsam die grafische Betrachtung von unserer binomial verteilten Zufallsvariable an. Wir sind dann auf der letzten Seite vom Arbeitsblatt angekommen und hier heißt es im Kästchen Binomialverteilung: X ist eine binomial verteilte Zufallsvariable mit den Parametern n ist gleich 100 und p. Wie sieht das Säulendiagramm aus, wenn p gleich 0 ist? Im vorherigen Video habe ich euch gezeigt, wie man das auf GeoGebra eingeben kann. Ich habe dir hier die Arbeit erspart und habe das bereits gemacht. So sieht das von GeoGebra gezeichnete Säulendiagramm dazu aus. Wir sehen, wir haben ganz links einen einzigen Balken und zwar bei 0. Und das heißt, wir haben eine Säule, 0 ist 100% wahrscheinlich. Wie schaut es jetzt aus für das Säulendiagramm, wenn die Wahrscheinlichkeit gleich 1 ist? Also für jedes Mal eine 100%ige Wahrscheinlichkeit dieses Eintretens. Dann haben wir quasi genau das Gespiegelte zu dem vorher. Wir haben eine einzige Säule bei 100. Also 1 ist 100% wahrscheinlich. Gut, welche Eigenschaft hat das Säulendiagramm, wenn die Wahrscheinlichkeit 50% oder p ist gleich 0,5 ist? Ich habe uns das wieder gezeichnet. So schaut das aus, also binomial verteilt mit 100 Wiederholungen und einer Wahrscheinlichkeit von 0,5. Du siehst, das ist auf jeden Fall symmetrisch zur Säule von p von x ist gleich 50, also diesem Mittelstrich in der Mitte hier. Zusätzlich gilt, nachdem es symmetrisch ist, sind jeweils Fälle links und rechts gleich wahrscheinlich. Zum Beispiel, hier jetzt einfach zwei zufällig ausgewählt, ist die Wahrscheinlichkeit von x ist gleich 47 gleich groß wie x ist gleich 53. Wir sehen, die Balken sind gleich hoch. Das gilt natürlich für 40 und 60 sowie für 35 und 65. Links und rechts jeweils gleich. Also hier ein paar Beispiele. Wie viele Erfolge erwartest du, wenn p gleich 0,42 ist? Auch hier habe ich uns wieder unsere Wahrscheinlichkeit als binomial verteilt in Balkendiagrammen dargestellt. Wie viele Erfolge erwarte ich, wenn es durchschnittlich für jeden Versuch gilt 0,42? Dann haben wir für 100 Wiederholungen eine Erwartung, dass man 42 Erfolge bekommt.